Glück auf, ich bin viel zu spät mit Aufnehmen der heutigen Folge. Ja, mit der heutigen Folge. Die sollte eigentlich in 3 Stunden oben sein. Dann wird es halt erst nachts oben sein. Ist auch egal. Samson, du hast eine Aufgabe. Du musst noch The Chest schaffen. Dann wärst du auch durch. Unglaublich aber war, Samson braucht gar nicht mehr so viel machen. Aber wir müssen ihn noch spielen. Und ich mag Samson ja auch nicht so wirklich. Immer noch mehr als Eve, aber Samson, naja. Ist halt Samson. Wir haben eine Bombe. Ich möchte aber vorher den Goldraum finden. Da ist er. Oh. Den Stein gefunden. Sehr schön. Bisschen Damage ab. Das freut mich. Das freut mich sehr. Bloodin Rides. Wenn ich Schaden nehme, ich mache mir da selbst mit Selbstschaden, aber ich mache allen Gegnern dann halt auch Schaden. Bücherladen. Temperance ist ein ist schon. Ist Blutspendeautomat. Da ist er nicht, dann ist er hier. Auch nicht. Dann ist er da. Moment, da ist ja noch das Buch. Das Buch. Buch. Brr. Ihr wisst schon welches. Ich hoffe, ihr wisst welches. Anarchistik-Kackbuch. Und damit können wir jetzt vielleicht... Nö. Dafür ist das halt nicht genau genug. Schade. Nehme ich hier das hier mit. Gib mir wenigstens ab und zu mal welche Items. Ist immer noch besser als dieses blöde Messer. Ich habe nicht vor, mich selbst zu verletzen. Das wäre unschön. Hallo, komischer Fliegenheinz. Ja, bist ein guter Gegner. Bist ein guter Gegner für mich. Und schon sind wir stärker. Die Blutlust, Samsons Blutlust, profitiert ja davon. Je mehr du, komische Viecher, mir zum Töten gibst, umso stärker werde ich. Boards of Steel. Dann können wir einmal das hinpacken und dann mache ich. Damit haben wir genug Kohle für den Shop. Und wenn man schon in den ersten Shop rein kann, dann sollte man das auch nutzen. Und da ist natürlich nur Scheiße. Aber wir nehmen den Schlüssel mit. Na gut, das hat uns also 5 Münzen gekostet. Der Spaß. Ich habe eine neue Bombe. Nee, da kann ja denn sein. Egal wo er ist nicht da, wo er sein sollte, der Geheimraum. Er buggt mal wieder. Das finde ich unschön. Gut, dass wir schon mal durch den Stein ein bisschen Zusatzschaden haben. Sind zwar ein bisschen langsamer dafür, aber was soll's.
Wir sind immer noch schnell genug. Naja, eine Trollbombe würde mich trotzdem erwischen. Eine Trolloloi-Bombe, natürlich. Ja. Neue Münze, okay. Nee, wir machen erstmal den Raum oben. Clearen. Vielleicht ist da ein blauer Stein an der richtigen Stelle. Na, okay. Da ist der Geheimraum auf jeden Fall schon mal nicht. Komm her, komische Vieh. Wegs gegen eine neue Bombe dadurch. War also nicht so schlimm. Oh! Ein Heulkopf. Mutant Spider. Hm, mit Damage zusammen ist cool. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel und ich hoffe... Habe ich gerade irgendwas eingesammelt? Ich hoffe mal, da wird auch gleich der Geheimraum sein. Schön, dass ich euch dann dadurch mit einem Schuss töten kann. Ja, dafür brauchte ich nicht mal eine Bombe. Nicht mal eine Bombe brauchte ich dafür ausgeben. Yippie. Judgment. Also auch gleich ein Bettler. Wir können fliegen. Wir haben unsere Kiste abgelegt. Ich nehme den Bettler mal mit. Und sammelt da entsprechend noch Kohle. Mal sehen, was gibt mir jetzt Monstro? Was der will von mir? Spring, Schuss. Super Jump und tot ist er gleich. Oh, Basement Boy. Kein Schaden? Habe ich keinen Schaden Achievement gerade bekommen? Sehe ich das? Geil. Ich habe das zwar eigentlich schon, aber das brauche ich jetzt wieder alles neu. Ach ja. Ich brauche das alles nochmal neu. Ah, cool, dass ich keinen Schadenarchiv mitbekommen habe. Nee, wäre zu schön gewesen, wenn du mir sofort Skatula gegeben hättest. Eigentlich möchte ich Schlüssel, Junge. Ja, Geld ist natürlich auch schön. Du sollst mir, wenn, das Ding sofort geben. Oder Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel. Sehr schön. Was ich machen werde, dass das Ding sprengt. Und das Ding sprengt. So, zwei Bomben zwar für verbraucht, ist aber nicht ganz so schlimm. Dafür habe ich jetzt Kohle für den Shop. Den Bettler behalten wir erstmal noch bei uns. Da ist die Nonnenkutte. Hervorragend. Na gut, haben wir alles. Sehr schön. Bräuchten wir nur noch ein besseres Space-Item. Wie das Book of Revelation oder The Nail. Da kriegen wir doch das. Was war das hier? The Moon brauchen wir nicht. Da habe ich ein neues Herz. Ja, ein neues Herz. Warum rutscht du denn eigentlich noch so komisch rum, nachdem du gelandet bist? Unerhört.
Nee, kann ich jetzt nicht öffnen. Dafür habe ich keine Schlüssel. Nein, ich wurde getroffen. Das ist nicht schön. Dafür will ich neue Bomben. Was bekomme ich hier? Ein Silberherz. Also, no damage in the caves ist schon mal nicht mehr drin. Was schade ist. Was du willst, Junge. Und tschüss. Und ein Schlüssel, sehr schön. Dann kann ich im Prinzip das schon mal öffnen. Jetzt brauche ich wieder neue Schlüssel, damit ich in den Shop rein kann. Und wenn nicht, dann kann ich die Kohle verwenden für den Bettler. Ah, du Wurm, gibst mir jetzt Geld. Okay. Verpisst euch doch nicht immer an Stellen, wo ich euch nicht treffen kann. Okay, jetzt hätte ich genug Kohle schon mal. Ich möchte jetzt... Ah, sehr schön. Zweiter Schlüssel. Hier wird wahrscheinlich... Nee. Da wird der oben sein. Yo, ich werde über den Dings, über den Blutzollraum reinkommen, in den Dingsraum. Sack of Pennies. Da wird sich der Bettler denn freuen, wenn ich ihn denn rufen werde. So, aber erstmal gehe ich in den Schmerzraum. Jetzt einmal Schaden nehmen. Wieder rausfliegen und nochmal Schaden nehmen. Wodurch sich mein Buch nochmal aktiviert und ich nochmal Geld kriege. Und mit diesem Geld gehe ich jetzt in den Shop und kaufe das Book of Revelation. Und alles andere... Na okay, ich krieg ja eh jetzt Geld mit dem Sack. Ich nehme die Judgment-Karte weiterhin mit. Mach jetzt den Bot, den Boss platt. Denn er hat keine Chance gegen meine vier Tränen und meine Fliegen, die ich jetzt noch zu verstärken mit habe. Söldnerfliegen habe ich. Aber ich wurde getroffen. Und schön. Ey! Ey, mich auch! Tschüss! Adios! Und jetzt noch ein Schutz! Dings! Jo! Geldsack! Aktiviere dich mal öfter! Bitte! Und gib mir gleich ein paar Dimes! Ich bin... Ja, das ist ein bisschen viel verlangt eigentlich. Juppa, yippie, yippuh. Das geht doch alle. Das ist doch schön. Okay, jetzt muss ich zwar immer doof rumdrücken, aber ich kann jetzt auch das machen. Kann mega drehen. Oh, das wird Bosse sehr freuen. Natürlich doof, dass ich jetzt immer auf die Dings raufdrücken muss. Aber ist egal. Der Vorteil überwiegt. Ich kann einen guten Erstschlag immer landen. Stirb! Aber was ich gerne hätte, ist Max Head. Den habe ich echt lange nicht mehr gehabt. Das wäre ein sehr schönes Item. Bigger Tiers, ohne dass ich irgendwie irgendwelche Abstriche machen muss. Okay, die Blasen aufladen lohnt sich eigentlich nur alle
nur an Anfang des Raums, also wenn man in den Raum reingeht, dass man damit voller Blase reingeht. Nein, mit vollem Mund in diesem Fall. Die lasse ich erstmal liegen. Okay, ich mach das altmodisch, wie die Blöde raufklicken und so. Ach, das ist ja das. Dachte, es wäre jetzt der Shop. Fliegen können mir, spinnen können mir gar nichts. So. Wieder ein bisschen damit aufgeladen. Dann könnten wir mal hier gucken, ob hier der Geheimraum ist. Ist er nicht. Dann könnte ich... Hier ist down, das ist nicht sehr schön. Teleport-Pin in den Geheimraum, in den zweiten. Warum? Warum? Warum, Spiel? Tust du das? Ich musste nur wieder elendig lange laufen. Beziehungsweise wir schweben. Wie levitieren. Nö, kannst behalten. Ich hätte mich jetzt weiter rüber bomben sollen, weil ich habe keine Schlüssel. Und da ist der Shop tatsächlich. Okay, dadurch, dass ich gerade ein bisschen Tiers abverloren habe. Ist das ein bisschen doof? Muss ich gar sagen. Mit den Aufblasen. Die Kerze ist zwar geil, aber ich möchte lieber mein Überleben sichern. Mal gucken, was der Boss mir jetzt bringt. Es ist The Hollow. Eigentlich müsste The Hollow stehen und nicht The Hollow. Oh, das Aufladen dauert jetzt so elendig lang. Aber es macht mega Schaden. Oh ja, das macht Schaden. Ich brauche wieder Tiers ab, sonst bin ich in sehr hohen Nachteil. Ja, dass da nichts mehr ist, das, oder? Nee, wir haben das ja schon genommen. Weiter. Wir brauchen Tiers ab. Und wir brauchen Schlüssel. Ich warte eigentlich auf den ersten Greed. Solange kann ich ja das, den Bettler eigentlich mit mir schleifen. Geld. Weil dann bräuchte ich das Geld nicht für den Job mehr ausgeben. Sondern das könnte ich denn wirklich für den Bettler benutzen. Sehr schön, ein Schlüssel, den war wir erstmal wieder für den Goldraum. Wenn wir ihn finden rechtzeitig, sehr schön, dass wir so viel Schaden machen. Ein bisschen schneller wäre ich gern. Neue Bombe, sehr schön. Und was du willst, ist mir egal. Da ist schon der Boss. Mach ich ihn schon platt? Nee, lass es mal. Wir sind
zwar nur in The Deeps, also in der leichten Version. Aber ja, ich habe da doch Bedenken. Ich kann jetzt schon in den Shop, sehr schön. Okay, da ist auch kein Geheimraum. Dann gehen wir erstmal in den Shop. Wir haben die Schlüssel dafür. Na gut. Lohnt sich zwar nicht mehr, weil in der nächsten... Eigentlich lohnt sich das gar nicht. Hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Weil im nächsten Shop ist der Greed drin. Das würde mich... Also eigentlich schon fast garantiert, dass der da ist. Das würde mich wundern, wenn er nicht da ist. Der hätte mich auch wirklich... Nee, hätte er nicht. Also wenn er jetzt drin ist, dann ärgere ich mich, weil ich dann den Steam-Sale gar nicht gebraucht hätte. Aber wenigstens kriege ich hier Bomben. Was ich aber hätte gern ist... Ehrlich gesagt, hatte ich die noch... Nee, doch klar, die hatte ich schon mal. Das ist nicht schön, dass ich getroffen werde. Ich nehme zwar nur einen halben Schaden, aber wollte nicht getroffen werden. Da ist mein Achievement flöten. Egal. Ist auch egal, das Achievement, ehrlich. Ich muss mich mit... Gut, dass ich jetzt ein Dings habe, der für mich hier nochmal schießt. Mist. Wollte ich... Voll aufgeladen, immer schon auf die raufballern. Da haben die mich überhaupt keine Chance. Wie ist denn der jetzt gestorben? Die Tier ist down, fällt du mich auch. Der Bettler muss aber weiterhin warten. Ah, der Eisekopf kommt ganz gut, ehrlich. Der macht schön mit Damage. Bloodpenny? War da eine Blutspendemaschine? Wenn ja, dann haben wir gerade sehr viel Geld. Gleich. Falsches Item. Mal erstmal hier reingucken. Sehr schön. Und wieder aufgeladen. Geheimraum. Aufladen. Reed, du bist hier. Heißt doch nicht, dass du später nicht nochmal kommst. Ich nehme die. Ich hoffe mal, das war eine Blutspendemaschine. Wenn ja, dann sind wir gleich reich. Und dann können wir auch den Bettler holen. Ja, sehr schön. Solange ich immer wieder ein neues halbes Herz bekomme, ist alles cool. Na okay, hier liegen auch noch Herzen rum. Hol ich die auch noch. Sind wir wieder voll. Ich habe so viele Silberherzen, der kann mir gar nichts. Ich mache aber erstmal hier so lange ausreizen, wie es geht. Krieg ja ohne Ende Silberherzen dadurch auch noch. Ich werde hier irgendwie... Das ist ein bisschen übertrieben. Ich gebe zu.
kein Herz durchbekommen, schade. Ah, der Bloodpenny ist dafür echt geil gemacht. Der ist wieder für gemacht. Er ist ja auch erst genau für so eine Scheiße gemacht ins Spiel. Dafür ist der im Spiel. Damit man reich werden kann. Durch Blutspenden, natürlich. Geht Blutspenden, dann geht ihr, dann werdet ihr reich. Ah, schön, wenn er sich regelmäßig aktiviert. Perfekt. Perfekt. Dann. So, mein Freund. Deine große Stunde. Ah, okay. Hab jetzt mit was Besseren gehofft. Also auf was Besseres gehofft, aber. Hey. Was denn geil? Den Blutpenny brauche ich damit auch nicht mehr. Der ist damit. Wir haben genug Kohle. Was will ich jetzt mehr? Also ehrlich. Und der alte Kopf macht ja ein bisschen Schaden noch. Das ist schön. Ich bin zufrieden. Ich habe einen kleinen Isaac. Oh, schade. Oder? Habe ich? Nee, ist gut. Du kommst gut. Lass mich mit den Kackbomben in Ruhe. Komm, stirb einfach. Bin nicht wirklich schnell, um ihn hinterher wegzurennen. Aber mein Rückstoß ist hoch genug durch die vier Tränen. So, jetzt habe ich also noch den Beatboy-Kopf. Ich habe den Isaac-Kopf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe alles mit. Yo! Ich freue mich. Läuft doch, läuft. Ah, Darkness ist nicht so schön. Oh Mann. Muss gleich der blaue sein. Das Doofe ist, ich muss jetzt die ganze Zeit wie bescheuert drücken. Normalerweise würde ich einfach gedrückt halten. Ja, es ist kein Gegner. Er ist kein Gegner für mich. Und auch als solcher ist er auch gestorben gerade. Als Nicht-Gegner. Ich frage mich, wie viel Schaden ich mit so einer Ladung mache, wenn ich sie voll auflade. Lohnt sie nicht. Und die. Deine Geschwüre kannst du hier mal lassen. Die bringt dir ja eh nichts. Ich gehe erstmal einen Weg lang. Ich wurde getroffen. Na, ist nicht so schlimm. Das ist schon wieder ein Tier's down. Ich gehe erstmal das. Knapp verfehlt ist auch vorbei. Was habe ich hier? Hier ist ab! Ja, sehr schön. Ich bin wieder besser da mit bei. Mit den Tiers ab. Kann schneller aufladen. Sehr schön. Kannst mich mal, Trollerollbombe. Kannst mich mal. Sehr schön. Sind die Tränen größer geworden? Du hast mich getroffen. Oh, schade, dass ich da jetzt nicht reinkommen werde.
Schade, dass nur Geld drin ist. Gewesen ist. Oder werde ich da reinkommen? War dann. Nee, da werde ich nicht reinkommen. Außer ich finde jetzt nochmal Blutspendeautomaten. Dass das Ding so viel aushält. Was haben wir da? Death. Na gut. Eigentlich könnten wir mal hier gucken, ob hier der Geheimraum ist. Ist er nicht. Ach, Quark. Wo könnte der sein? Wir waren hier noch nicht. Oh. Ein Glück mache ich da den Schaden. Ich mache den Schaden. Oh, die sind ein bisschen sehr großzügig gerade. The Battery. Bisschen sehr großzügig mit dem Geld gerade gewesen. Ich hätte aber mehr Bomben gerne. Na toll. Nichts Gutes. Nichts Gutes. Wir kommen von unten. Ja, wir kommen von unten. Dann gibt es nur noch oben was. Wir haben den Goldraum noch nicht gefunden. Oh, ich wollte das. Stopp! Ich treffe nicht. Jetzt aber. Habe ich zufällig Bomben bekommen? Tatsächlich. Dreimal eine Bombe. Hervorragend. Oh, ich brauche einen neuen Schlüssel. Na, wenn hier schon mal ein Dings ist. Automat dafür. Dann kann er mir einen Schlüssel geben und vielleicht ein paar Pretty Flies. Damit ich auch den Goldraum und die Goldkisten öffnen kann. Komm, gib her, mach hinne. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis du mir einen Schlüssel gibst. Also werde ich nicht. Gib mir gleich den Schlüssel. Immer der gleiche. Da, geht doch. Danke. Katzenkopf. Leider der falsche. Aber es ist ein Katzenkopf. Und das ist ein total unnützes Item. Schade. Und da kriegen wir unseren Blutspendeautomaten gleich. Das ist cool. Hoffentlich hält der Automat auch lange genug durch. Sehr schön. Wir kommen gleich wieder. Holen uns unser Geld nochmal ab. Aber vorher mache ich den Dingsraum. Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich lang muss. Nein! Oh, war der Scheiß im Weg. Kacke. Jetzt geht der Automat kaputt und dann ist wieder alles für den Arsch. So, jetzt aber. Ich habe die ganze Zeit vergessen, den Dings immer zu benutzen. Das Buch. Das ist unschön. Wir haben so viele Silberherzen vergessen zu uns zu holen dadurch. Egal. Ich frage mich jetzt echt, wie viele ich habe. Ich müsste doch unsagbar viele haben. Was gibt's denn hier? Ein paar Pillen. Naja, es leider keine Tiersabfälle bei. Was ein bisschen schade ist. Obwohl, vielleicht haben wir ja zwei verschiedene Tiersabfälle.
Also wir haben ja einmal die ganz rote, beziehungsweise die rot, gefleckte Watt-Pille, die ist ja Tears Up, aber vielleicht ist die blau auch eine. Kann ja alles sein. Ist ja manchmal so, dass doppelt Pillenbelegung ist. Na gut, was haben wir hier? Wir haben eine weiße, die nichts macht. Wir haben eine Boards of Steel, die ist immer schön. Eine Telepille, die ich jetzt noch nicht benutze. Eine Bad Trip Pille, eine Death Pille. Nimm mal die Telepille mit. Die ist natürlich, auch wenn es wohl diesmal nicht normal klappen wird mit dem Error-Raum. Ist die doch immer was Schönes. Aber man hat wenigstens die Chance drauf. So. Vielleicht geht das Ding ja doch nochmal kaputt. Gib mir nochmal ein Blut. Eine Blutkonserve. Okay, wenn ich das jetzt nochmal berühre, bin ich tot. Noch ein paar Bomben. Ist ja klar. Komm, gib her. Na, ärgert mich jetzt wieder. Die macht's mal wieder Spaß, mich zu ärgern. Ja, krieg ich meine Kohle hier wieder oder was? Gib mir Herzen, dann verpiss ich mich auch wieder. Mehr will ich doch gar nicht. Will doch eigentlich nur Herzen jetzt haben. Ich wurde getroffen von einer Fliege. Ja, Schlüssel sind auch nicht... Ja, für Goldkisten eigentlich nur noch. Und für das Chest. Für das Chest brauche ich auch noch ein paar tausend Schlüssel. Ist ja denn doof, wenn man in the Chest ist und überhaupt keine Schlüssel mehr hat für die ganzen Items, die man garantiert kriegt. Da lädt sich wenigstens mein Buch immer auf. Tears Down, brauche ich nicht. Okay. I have a dollar, darum zu liegen. Ich kann also jetzt hier auf Ewigkeiten spielen. Könnte ich. Ich möchte eigentlich nur noch jetzt mein Herz voll haben. Oh, das wird eine Weile dauern. Das könnte eine Weile dauern. Ja, Bomben sind immer cool. Ja, du sollst mir eigentlich Herzen geben. Damit ich mich verpisse. Oder willst du mal wieder nicht alleine sein? Was du mir auch geben kannst, ist natürlich Scatula. Das wäre natürlich... auch eine Alternative. Gib mir Scatula. Und Herzen. Obwohl eigentlich... möchte ich nur Herzen. Das Doofe ist jetzt, ich muss dann den Isaac-Kopf gleich liegen lassen, weil ich ja den Polaroid mitnehmen muss. Das finde ich dann ein bisschen traurig. Isaac, wir müssen bald voneinander Abschied nehmen. Alter, wie er mir die blöden Herzen nicht geben will. Du bist gemein, Junge. Ich hätte auf der anderen Seite bleiben sollen. Hätte ich jetzt Scatula bekommen, wahrscheinlich.
Gib mir die Herzen, verdammt. So, das gleiche nochmal, dann verpiss ich mich. Hey, ihr blöden Köpfe, ihr sollt mich beschützen. Du brauchst mir doch nur noch die Herzen geben. Der Rest ist doch schon genug. Bomben reichen doch schon. Und die Schlüsse sind jetzt auch eigentlich schon genug. So, wir verpissen uns. Auf Wiedersehen. Oh, die Money Power Brille. Die wäre jetzt schön. Oh, die wäre jetzt super schön. Die wäre jetzt geradezu perfekt. Wäre die Money Power Brille. Die werde ich aber nicht bekommen. Das wäre zu großer Zufall. Hallo, Mutter! Tut mir leid, dass ich so reinplatze. Okay. So, ich krieg nochmal einen Herzcontainer, den ich nicht unbedingt brauche. Auf Wiedersehen. Ich heul nochmal noch eine Runde um dich. Tschüss, Isaac Kopf. Obwohl. Okay. Es war ein Versuch wert. Ich wollte das Ding nochmal aufladen. Habe ich einen halben Silberherz plus gemacht dadurch. Okay, auf einmal ist der blöde Dingsraum da, aber leider nicht so, wie ich es haben möchte. Leider ist da nur die Bibel drin, die wir nicht mehr gebrauchen können. Mutter haben wir schon besiegt gerade. Das ist ein bisschen doof. Okay, Utero, die schwere Version von The Womp. Mal sehen, wo wir den Geheimraum finden werden. Und ob wir noch... Ob wir noch einen Bettler finden. Das wäre geil, ein Bettler. Wir haben so viel Kohle. Am besten noch 10 Bettler. Obwohl für 10 Bettler dürfte die Kohle denn doch nicht reichen. Ah ja, wir haben ja die Batterie auch noch. Je länger der Kampf dauert, umso mehr lädt sich das auf und dann... Feuer! Was war das alle 13 oder 12 Sekunden? Ah, wir haben so viele Silberherzen wahrscheinlich. Das dauert ewig, bis irgendjemand mich hier irgendwie verletzt. Sichtbar. Spürbar. Aber ich will es auch nicht rausfinden, wie viele Silberherzen. Wie lange es dauert, meine ganzen Silberherzen aufzubrauchen. Das würde mich jetzt zwar schon interessieren, aber. Und ich könnte es auch testen, aber nö. Da würde ich die ja alle weg haben. Die brauche ich ja noch. Noch mehr Silberherzen sind, 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 noch mehr...
Was haben wir hier? Eine goldene Kiste. Mit lauter Mumpitz. Mumpitz! Mumpitz wie Geld. Was wir nicht mehr brauchen. Weil wir schon genug Geld haben. Weil wir... Unsere Portemonnaie ist voll, also... Da passt nichts mehr rein. Du musst mir kein Geld mehr geben, Junge. Oh, Mann, du hast doch noch eine Weile, dich zu besiegen. Getroffen werden ist doof gewesen. Ich brauche noch Tears Up, das wäre schön. Gib mir mal eine Tears Up-Pille oder so. Hätte er mich fast getroffen? Ist ja nicht. Was ging hier? Einen neuen Schlüssel. Der hat sich ja deswegen. Naja, gelohnt. Kann man jetzt nicht sagen, aber. Sind die Kosten wieder drin? Das wurde mir ein bisschen zu viel jetzt auf einmal. Wenn die auf einmal alle auf mich zuströmen. Was ihr wollt. Aber dass ich schon ein bisschen mehr aushalten, ist sichtbar. Ist sichtbar. Da ist auch nichts. Bäh. Du mich auch. Ich spreche euch die Herzen. Aua, ihr habt mich getroffen. Na okay, ist nicht so schlimm. Ich habe ja immer noch mein Buch. Und ich habe 10.000 Silberherzen. Die muss man mir erstmal nehmen. Hey, du bist doch am Leben. Aufladen! Kein Greed drin. Aber dafür viel, viel, viel unnützes Geld. Was ich jetzt mal drin lasse. Warum ich jetzt oben lang gehe, weiß ich nicht. Weil ich denke, unten ist der Dingsraum. Der Bossraum. Und zu dem möchte ich ja noch nicht. Was könnten wir jetzt eigentlich noch Gutes bekommen? Wir könnten noch so viel Gutes bekommen. Stopp! Wie ich nicht treffe. Komischen Dings. Ah, Mist! Hasse Engel. Kamikaze-Engel, die sich immer an einen Rand teleportieren. Ich wusste es, dass da eine Sackgasse ist. Ich habe ja noch eine Chariot-Card. Toll. Ja. Was soll ich mit dir anfangen? Ein Silberherz, das freut mich. Eigentlich können die mir gar nichts mehr wirklich geben, was ich wirklich brauche. Okay, der Tod. Der Tod ist doof, dass der jetzt kommt, weil jetzt ich nur noch den blöden. Jetzt bekomme ich ja nur noch den doofen Meat Boy. Ich hätte lieber den Meat Boy Kopf weiterhin. Aua. Das macht ja dein Pferd für mich kaputt. Hey, bleib mal schön im Ring, Junge.
Er hatte keine Chance. Na gut. Meat Boy, der kann mir ja denn irgendwie doch noch behilflich sein bei irgendwas. Ich hab ein Geld weniger. Oh mein Gott. Oh nein. Hilfe. Verpiss dich. Okay. Voll aufgeladen, brauche ich nur einen Schuss. Oder auch nicht. Ich warte nicht so lange, bis du das Herz aufgegessen hast, kleiner Meat Boy. Ist immer doof, wenn ihr mir zu nahe kommt. Ich fühle mich von euch belästigt. Ihr seid lästig. Aua. Lästige Scheißviecher. Und das Herz, es stirbt. Sterben. Start sterben. Ah, verfehlt. Bäh. Bäh. Mal sehen, was diese Goldkiste bringt mir nicht viel. Außer altbekanntes, was ich schon hab, zu Genüge, eigentlich. Hi Loki. Hat die schon mal richtig jemand fett ins Gesicht gespuckt? So richtig fett ins Gesicht? Ist jetzt doof, dass ich keinen mehr hab, der schießt, wenn ich auflade. Das ist doof. Was habe ich denn gerade eigentlich für ein Item bekommen gehabt? Ich hab's vergessen. Also beim letzten Boss. Wir waren der letzte Boss. Ah ja. Ach ja, ich habe den Meat Boy bekommen. Stimmt ja. Den kleinen lästigen Meat Boy. Der mir jetzt meinen Double hier töten kann. Dafür ist er wenigstens gut. Komisch Gehirn. Stopp! Und du auch. Danke. Lauter Geld, was ich nicht brauche. Tschüss, adios, wiedersehen. Haust du rein. Irgendwo muss der ja sein, der im Raum, der ist er auch. Und da ist Geld drin. Und ohne Bettler oder irgendwas anderem ist das total für den Arsch. Was bekommen wir hier? Eine Bad-Trip-Pille. Da behalte ich dort die Chariot. Bin ich annähernd so in Gefahr, dass ich die wirklich bräuchte, die Bad-Trip-Pille. Die ist ja eine Notfall-Full-Herd-Pille. Gleichzeitig. Mir wehrt hier es ab, lieber. Am liebsten wehren wir noch mehr Damage ab. Oder irgendwelche Status-Effekte. Ein Schuss tot.
Ein Schuss tot. Obwohl der Meatboy eigentlich direkt neben dem blöden Vieh stand, aber nichts gemacht hat. Ist echt manchmal gar nichts zu gebrauchen, Meatboy. Es gibt echt Items, die sind viel zu oft da, und dann gibt es Items, die möchte man gerne mal wieder haben, weil man die viel zu selten hat, aber eigentlich viel zu geil sind, dass man die nicht hat. Viel zu schade ist, dass man die nicht hat. Eigentlich total scheiße, dass hier noch irgendwelche Viecher spawnt. Eier. Es ist schon sau schwer, euch auszuweichen und dennoch sowas. Oh oh. So viele. Hilfe. Ach, geht. Eigentlich, ja, ihr seid ja. Ihr hält ja nicht viel aus. Komischen Kackwürmer. Und tschüss. Und. Okay. Hier gibt es nichts mehr für mich. Denn ist das Herz. Wir sorgen jetzt für einen Herzstillstand. Aber. Okay, so viel Schaden machen dann auch nicht, dass wir die einfach so umnieten können. Aber ich wurde getroffen. Verteidig. Je größer der Gegner, umso mehr Angriffsfläche er bietet, umso mehr Schaden mache ich doch. Deswegen machen wir so viel Schaden am Herz. Wie ich immer daneben schieße. Ist halt doof, dass man da halt mit den Schokoblasen so einen kleinen Delay hat. Beim Schießen. Der schießt halt nicht immer sofort, wenn man rauf drückt, sondern irgendwie eine Sekunde später. Ach ja, mach mich stärker. Ach ja, ich habe schon genug Gegner tötet, um stärker zu sein. Aua. Hilfe! Das ist ungeil, dass das Ding mich jetzt hier verfolgt, während das Herz rumballert. Na gut, na gut, na gut. Aua, du hast mich berührt. Mann, treff mich doch nicht. Ich möchte nicht rausfinden, wie lange es dauert, meine Silberherzen wegzuballern. Oder was auch immer. Ich habe natürlich auch keine Schutztypis mehr um mich herum. Das ist auch nur Geld. Geld brauche ich nicht mehr. Denn ich habe genug davon. Blöde Fliege. Okay, da gehen wir natürlich rein. Gucken nach, was da drin ist. Das Tier ist Abpille. Das andere ist Tier ist Down. Die nehmen wir natürlich mit. Da ist schon der Boss. Und da ist der Tod. Als ob er mir irgendwas kann. Hör auf mit deinen komischen... Aua. Mit dem blöden Kacksensen. Ach ja, jetzt spawnt er hier irgendwelche blöden Viecher, die voll im Weg rumstehen. Ach, cool, ist das blöde Pferd auch gleich mitgestorben. Geld, toll. Was wir aber gucken können, ist, ob es hier noch irgendwie
einen Geheimraum gibt, der mir gefällt. Ja, kein Problem, die Viecher. Kein Geheimraum. Warum auch? Aua. Ah, Hilfe! Ich bräuchte noch ein bisschen Geschwindigkeit. Sonst ist es ein bisschen doof. Komm mir nicht zu nah, blöd Scheißi. Komm mir nicht zu nah. Was ich auch hätte nachgucken können, ist natürlich der zweite Geheimraum. Ah, den lasse ich jetzt mal voll in Ruhe. Ah, Hilfe! Das ist natürlich doof, wenn die sich so verteilen, dass sie mich von beiden Seiten ballern. Die machen mir immer einen ganzen Schaden. Das möchte ich nicht. Das Geld ist mir doch scheißegal. Wer braucht denn hier Geld noch? Geld ist das Letzte, was ich brauche. Und ein Schlüssel. Wie kommt ja der Chest immer näher? Und jetzt nochmal, du Arsch. Verpiss dich. Das. Oh, der spawnte Ding in mir drin. Unfair. Tod. Kannst du nicht endgültig sterben und mich in Ruhe lassen? Nee, wahrscheinlich nicht. Du kommst gleich nochmal in das Chest ein paar Mal wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ein paar Mal. Nee, ich muss hier drücken. Stopp. Adios. So, jetzt irgendwie noch das blöde Pferd töten. Einfach hier stehen bleiben und warten, bis es hier unten lang kommt. Fertig. Geld. Ich habe Geld verloren? Ah ja, wegen den Dings. Lass mal die blöden Spinnen sein, bitte. Die nerven. Ein Glück können die mich nicht festzehren, weil ich fliegen kann. Ein Glück kann ich fliegen. Das wäre sonst etwas unangenehm gewesen. Wer es? Aufladen. Hallo, Greed. Ich mag nicht, dass du hier bist. Und du wirst mir leider auch nichts Ordentliches geben. Außer ein bisschen Geld. Der Geheimraum ist also für den Po. Ah, ein paar Bomben kann man immer mitnehmen. Den kann man immer mitnehmen, den Scheiß. Warum nicht? Und tschüss, kleine Made, große fette Made. Du kommst mir eh nicht hinterher. Außer wenn ich dich genau in meine Richtung schieße. Ah ja, jetzt kommt wieder Doppelmonstro. Ich habe den zweiten Monstro zuerst gar nicht gesehen, weil er direkt in der Leiche von Chubby spawnte. Sie hatten keine Chance. So, jetzt gibt es da noch einen Raum oder mehrere. Hier liegt überall Geld rum und ich kann es nicht gebrauchen. Bettler, kommt schon. Ich brauche einen Bettler. Hallo, boah. Du hör auf, mich zu treffen. Kann ja nicht wahr sein, dass du mich triffst. Das ist nicht gut. Hä? Habe ich durch den durchgeschossen oder was war das gerade?
Ah, ich hab Pillen gefunden. Was ihr wollt? Hä? Komm ran! So, mein lieber Isaac. Wie werden dich jetzt töten? Auf brutale und sehr schmerzvolle Weise. Bist du bereit? So, jetzt ist nächstes mein Meat Boy da, wo er hin soll. Am besten ich lade immer auf, mach den einen starken Schuss, dann schießt er wenigstens weniger Tränen, als wenn ich ihn die ganze Zeit mit behage. Man muss auch treffen. Nicht schön getroffen zu werden. Aua, er trifft mich immer. Hör auf, mich zu treffen. So, jetzt macht er wenigstens nicht mehr die kleinen Scheiß. Aua, er trifft mich trotzdem wie Sau. Ja, könnt ihr nichts mehr anhaben. Okay. Was bekommen wir hier? Das Yamhart. Das brauche ich nicht. Den Bombensack kann ich ja mitnehmen. Das Herz. Und die Feder. Okay, das Herz nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Rest können wir ja eh nicht mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein normaler Kakadi. Was will denn der gegen mich an? Was denn der gerade so eine... Das ist kein normaler Gordy. Der hat ja mehr geschossen als sonst. Soll er seinen Bruder wegbomben? Danke. Hat sich sein Bruder schon mal erledigt. Finde ich schön. Und bleib mal stehen und datte ab, danke. Goldene Kiste mit einem blöden Zahn, den ich nicht gebrauchen kann. Machen wir das erstmal platt, alles. Ganzen kleinen Scheiß. Jetzt können wir uns noch um die ersten beiden Gehirne. Ein Glück. Schießt er nicht so weit, sonst hätte er mich gerade voll getroffen. Aufladen. Hier ist nix. Außer Gegner. Außer Leute, die sich gegenseitig wegbomben. Sehr schön. Fantastisch. The Empress macht mich stärker. Ich bald, aber das ist Chariot, weil ich möchte ja keinen Schaden nehmen. Notfalls. Ich mach erstmal Pest glatt. Pest nervt nämlich sonst. Besonders weil rumbackt, die Sau. Spreng Pest in die Luft. Aua. Ja, ist weg. Dass Pest immer so blöde rumbaggen muss. Aber er hat mich trotzdem noch getroffen.
Moment. Wir brauchen noch den Geheimraum. Der hier aber nicht ist. Schade. Okay, wissen wir schon mal Bescheid. Ihr seid ja im Prinzip wie die schwarzen normalen Spinnen. Wie heißt der nochmal? Das sind so viele Gegner. Es guckt Hilfe. Ah! Aua! Stirb endlich! Verrecke! Mein Gott! Gehst gegen der mir auf die Eier! Bist du blöde rumgeruckt, weil zu viel Spinnen spawnt hat. Und nochmal, danke. Warum nicht? Mann, verrecke! Alter! Aufladen! Langsam reicht's aber mal. Wie viele blöde Kackspinnen hier rumkreuchen. So, jetzt stirb. Das ist ja ungeheuerlich. Total spinnverseucht. Und jetzt noch der schwarze Tod. Nicht der schwarze Tod, sondern der schwarze Wurf. Aua. Deswegen möchte ich ihn eigentlich zuerst loswerden. Was ich auch nicht werde, weil Dings schon tot ist. Ach, danke, dass du es für mich freigebombt hast. Hallo, Reed, du Arsch. Du musst mir natürlich auch noch die letzte... den letzten Raum versauen, den letzten Geheimraum, wie immer. Das machst du ja so gerne. Nix bei rumgesprungen. Okay, wir sind also schon beim Boss. Der ist normaler. Das ist normaler Kakgordi. Also im Prinzip der angenehmste Gegner. Oh, cool. Boah, so Stil. Ich überlege, ob... Ich habe ja die Non-Kutte, da würde sich das ja wirklich noch lohnen, wenn ich das Book of Revelations mitnehme. Au. Aber die Non-Kutte funktioniert natürlich auch mit der Feder. Würde sich ja dann auch wieder lohnen, irgendwie. Was mich natürlich jetzt stört, ist, dass der Greed hierbei ist. Greed ist eigentlich der, der mich jetzt nervt. Und der mich auch ständig trifft. Der mir mein Geld nimmt. Lass mich... Geh mir nicht auf die Eier. Bomberman, stirb. Und nimm deinen Bruder mit. Aua, die Explosion hat mich noch aufgeschlagen. Ich bin unaufhaltsam, merkst dir. Stirb. Wer soll mich denn noch besiegen? Natürlich muss nochmal die gleiche Kack-Konstellation da sein. Reicht ja nicht. Aua. Ja, sprengt euch selbst in die Luft. Wenigstens Squeed schon weg. Stirb einfach. Gib mir eine Kiste mit was ordentlichem drin. Das ist nichts ordentliches. Aufladen.
Aha! Ich bin zu langsam. Boah, das war's also. Ich guck nach einem Geheimraum aus. Ja. Wir haben hier noch die Feder und dann gibt's noch die Monstro-Zahn. Ach, ich behalte den Scheiß, den ich hab. Das ist ein Weg, blöde Kackhaufen. Ich werde den wohl nicht finden. Jetzt auf dem Weg. Und zurückgehen möchte ich jetzt auch nicht. So, einmal noch hier. Da. Nee, der ist da hinten. Dann machen wir jetzt lock auf lock ich den blauen Typ wieder platt. Greif ihn an. Arsch. Alter, der geht ein bisschen mehr ab jetzt. Aber ich habe ein Glück ziemlich viele Reserven an Silberherzen. Ob er es überhaupt hinkriegt, mir irgendwie sichtbar Schaden zu machen. Also er macht mir zwar Schaden, aber es ist halt nicht sichtbar. Wir werden es schaffen. So, kurz mal alle auf die Weise losgeworden. Nö, wir haben wahrscheinlich so viele Silberherzen. Da kann der mir gar nichts mehr. Sansons Lock has appeared in the basement. Sehr schön, geschafft. Ja, mach mal hier hin mit dem komischen Endvideo. Mit wem muss ich noch das alles schaffen? Ich weiß nicht, ob ich mit Maggie wirklich schon Satan besiegt habe. Oder ob das nur Mutters Herz war und Satan denn gar nicht kam. Ich glaube, ich habe sie... Ich muss mal gucken. Weil es fehlt noch Guardian Angel. Die hatten wir noch nicht. Ich glaube, die spielt man bei Satan frei. Das war's für die Folge. Ich muss jetzt schnell rendern. Schnell rendern heißt, es dauert 2 Stunden. Dann ist es schon längst 18 Uhr. Okay, die Folge kommt um 23 Uhr. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Euer Hyde. Glück auf.